Liebe Investoren, ich bin der Kevin Bechard, halte international tätige Immobilien, GU, Baumaklerbauden, Wüst und Schad. Sind alle nahe genug? Hört man es? Versteht man mich? Gut. Sie haben den Namen von unserer Firma vielleicht schon hier und dort gehört, aufgeschnappt. Gerade wenn man dem noch etwa vor einer Immobilie steht und dann die Leute so gehört zueinander sagen, oh, schau mal hier, das ist auch wieder Wüst und Schad. He? Dann ist das wahrscheinlich ein Objekt von uns. Jetzt, wo stehen wir hier? Wir stehen hier auf einem Areal, wo es darum geht. Wir haben die Möglichkeit gehabt, das Areal zu erwerben. Und nächste Woche geht es dann auch schon los, kommt der Banzertrax mit dem Aushub, damit es Platz hat für das Areal. Wo wir jetzt stehen, kommt also der Empfang her, die Einweisung, Aufnahme, Welcome Gate, wo der Shuttle die Ferienware herlehrt. Aber ich darf sagen, alles auf reiner Elektromobilbasis. Saubere Energie als Stichwort ist ein zentraler Term, den wir herrühren. Wir saugen die Wärme direkt aus dem Boden führen. Wir haben für das eine Joint Venture Partnerschaft gemacht mit der Firma Wärmesaugpumpe AG. Das ist eine Holding von Südkorea. Hinter dem Welcome Gate hatten wir dann so einen kleinen Ziergänstesaum im Sinn. Einfach so für die Schnörren und das Auge. Aber auch hier wieder alles aus biologisch abbaubaren Pflanzen. Hinter dem Ziergänstesaum kommt ihr dann bereits schon unseren Pool- und Spa-Bereich. Stichwort hier: Fun und Wellness. Wellness und Fun. Bitte Grundwasser absaugen müssen wir. Ganz gratis gibt es auch bei Wüst und Schad nichts. Wo Engpässe sollten entstehen, Gottes Namen bitte entsalzen. Aber ich darf sagen, auch hier wieder alles auf reiner Molekülbasis. Palmwedelförmig um den Pool- und Spa-Bereich herum kommt ihr dann unseren Apartment-Suite-Gürtel. Und hier haben wir unserem Raumplaner-Architekt, also den Term, hergerührt von den Bienenwaben. Liebe Investoren, nur von Luft und Liebe allein baut sich der Resort von Wüst und Schad natürlich auch nicht in die Wüste hindern. Dort müssten wir jetzt schon bitte reden miteinander. Aber ich darf sagen, dass wir das Kostendach fast oben haben. Wir sind bei 7 Millionen, die noch fehlen. Zwischen dem Apartment, Suite, Wabentrakt und dem Poolbereich kämen dann noch ein paar Boutiquen rein. Tüchli, Muschelkettchen, die verschiedenen Körpercreme, die wir haben wollen, Bodylotion, Sonnenbad bis hin zu auf den Sonnenbad, den wir anbieten werden. Und natürlich Restaurant. Futterabgabe ist ein zentraler Term, den wir herrühren. Angefangen von einer Art etwas wie so kleinen Ziersilo. Ziersilöli aus Graupelglas, wo du unten kannst am Rädchen drüllen. Zeigi, prasselt dir das Morgenbrecken in den Napfen und den Rest über den Mokassin her. Und das ist herrlich. Und dann, natürlich, ganz wichtig, Seafood. Bieten wir doch unserem Gast eine Art etwas wie ein Meerhäckselfeil. Und jetzt pass auf, das kommt ganz ohne Fisch aus. He? Ja, weisst, das ist auch wieder zum's Meer schonen. Warum? Ja, das merkst du gar nicht. Das ist nur aus Abfall gemacht.